Hallo und herzlich willkommen zurück in meinem kleinen Nähzimmer. Mein Name ist Petra und wir möchten heute ein Schulhaus nähen. Sowas. Ein Freund hat sich ein Kissen bestellt und ja, habe ich mir gedacht, ein Schulhaus ist gerade das Richtige für dieses seltsame Maß. 80 x 35 cm. Okay, und da habe ich mir diese Größe ausgesucht. Dieser Block ist dann 8,5 x 8,5 Inch. Was wir brauchen dazu sind einmal einen Rückseitenstoff und für das Haus braucht für ein einzelnes Haus braucht man etwa 10 x 10 Inch. Da könnt ihr wunderbar Reste verwenden, weil, wie ihr seht, die Stücke, die ich hier geschnitten habe, sind recht klein. Und da ist es toll, wenn man so ein 10er Quadrat hat. Für die Rückseite eignet sich jetzt für die kommende Zeit, denke ich, mal hier so ein schöner Schneesternstoff oder was ich hier genommen habe, einfach einen unifarbenen dazu. Die Schnittteile habe ich vorbereitet schon einmal. Und die gesamte Anleitung, die verlinke ich euch in der Beschreibung. Die ist kostenlos. Ja, die ist für 12 Häuser gedacht. Und diese 12 Häuser haben dann insgesamt mit Border eine Größe, der ganze Wandbehang von 42,5 Inch mal 53 Inch. Wenn ihr 12 Häuser machen wollt und alle sollen in einer Farbe sein, dann lohnt es sich, wie ihr aus der Anleitung entnehmen könnt, Strip-Sets zu machen, dass man die nachher nur in 2,5-Inch-Segmente schneidet. Also, dann lasst uns starten. Ich beginne mit den Fenstern, oft von der rechten Seite, rechts auf rechts. Und wieder mit 1/4 Inch Nahtzugabe nähen. Den schneide ich hier schon mal ab. Dann mache ich hier gleich weiter. Auf der anderen Seite. Rechts auf rechts, 1/4 Inch Nahtzugabe, diese Streifen sind 1,5 breit und 2,5 hoch Inch. Jetzt haben wir die rechte Seite schon fertig. Ich möchte das bügeln. Und wir bügeln es zur Außenseite. Jetzt kann ich schon mit diesem Teil von hier unten, der Balken, den Balken anfangen. Mache weiter an den Fenstern und so spare ich mir Garn und ständig abschneiden und so weiter. Das ist das Teil hier schon, dieses. Jetzt kann ich schon das hier ran nähen, das oberste. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die einzelnen Teile mit den
mit den Buchstaben versehen. In der Anleitung wird mit Buchstaben gearbeitet. Ich habe es mir die ersten Male auch gemacht. Zettel drauf, welches Teil ist das, wie groß und mit welcher Farbe. Haben wir die linke Hausseite schon fertig. So. Und wir können schon den Zwischenstreifen annähen. Das ist dieser. Fenster sind eingebaut. Das ist dieses hier. Hier musste ich stückeln, weil mein Stück nicht ganz so groß war, aber das ist überhaupt nicht auffällig. Und wieder die Fenster zur Außenseite, also zur dunklen Seite bügeln. Wer mag, kann es sich anstecken mit Stecknadeln. Die genaue Liste, was ihr alles braucht, das schreibe ich euch in einem PDF. Das könnt ihr dann runterladen und ausdrucken, euch neben die Anleitung legen, wenn ihr das erste Mal näht, ist es hilfreich, immer wieder mal nachzuschauen, was brauche ich gerade. Und an Materialien natürlich ein Stecknadel in die Nähmaschine, Garn, dann braucht ihr einen Rollenschneider mit einer scharfen Klinge. So, das ist dieses Teil. Jetzt könnte ich schon die Schornsteine zusammennähen. Und mal schauen, dass es oben und unten passt. Also Stoff ist ein bisschen dünn, zieht sich. So sieht es dann aus. Jetzt kommt hier oben dran dieses Teil.
sind die Schornsteine auch schon fast fertig. So, nochmal bügeln. Zur dunklen Seite. Ich habe hier einen kleinen Bogen drin. Das wird sich ausgehen nachher. Und jetzt muss man aufpassen. So anlegen, dass ich hier rauskomme. Wenn ihr mögt, könnt ihr es euch anstecken. Aufpassen, das ist schräg, nicht ziehen. Ich lege es mir immer gerne hin, so wie ich die Teile vernähe. Und jetzt klappe ich es um, rechts auf rechts. Lege es so an, dass hier oben die Kante, diese gut stimmt. Und natürlich unten auch. So. Und wir nähen dann hier so raus. Und wieder mit 1/4 Inch Nahtzugabe. Indessen sind die Schornsteine fertig. Hier könnt ihr natürlich, wenn ihr alle Häuser gleich machen wollt, auch Strip-Sets bilden und die dann in 2,5 Inch breite Segmente schneiden. Hier hinten das gleiche. Anlegen, schauen. Ich bügel das nochmal. So sieht der kleine Dachsims aus. Jetzt kann ich diese beiden zusammennähen. Hier, hier. Rechts auf rechts. Kanten schauen. Passt. Wer mag, kann sich anstecken. Wieder. Hier ist es ein bisschen drüber. So sieht dann das aus und das ist das letzte und leg mir es so an. Rechts auf rechts wie immer. Schau, dass es gerade ist. Ich persönlich handhabe es so, wenn ich ein neues Projekt starte und dieses noch nicht gemacht habe. Nähe ich immer erst einen Probeblock, um den schönen Stoff nicht zu verschneiden oder
irgendetwas. Und diesen Probeblock, den muss man ja nicht wegschmeißen oder wegtun. Oder jetzt muss ich es rausnehmen. Jetzt haben wir keine Naht mehr. Da kann man auch ein Quilt von machen, von den Probeblöcken. Das sieht so lustig aus. Vor allen Dingen sieht man dann hinterher die Entwicklung, die man gegangen ist. So kommt es hier ran. Umklappen. Ich stecke es mir jetzt an dem Moment, weil hier darauf achten, dass das genau passt. Okay. Hier hinten ist so ein kleines schräge Kante und genau die brauchen wir, weil wir dann mit einem Viertel-Inch rauskommen. Sonst gibt es einen Bogen. Just perfect. Und jetzt die Schornsteine dran, an den Seiten ab, anstecken. Das sind manchmal knifflige Kanten. Diese Kante hier mit der Mitte anlegen. Feststecken, hier genauso. Diese Kante, diese mit dieser. Nimm dir Zeit dafür. Das Ergebnis wird gut sein. Meine ersten Blöcke, da war der Schornstein, ja, nicht ganz passend. Sagen wir es mal so. So, und jetzt ganz langsam Viertel-Inch nähen. Thank you.
So, und wenn es gebügelt ist, dann sieht es so aus. Auch von innen sieht er ordentlich aus, der Block. Und du hast gesehen, so schwer war es nicht. Ja. Wenn du, wie gesagt, die 12 Häuser machst, dann kann man alle Teile so nacheinander nähen. Braucht man nicht jedes Haus einzeln. Aber ich finde es immer schön, also ich für mich persönlich, wenn ein Haus fertig ist, gebügelt ist und an meine Musterwand hänge und sehe, wie das ganze Bild dann entsteht, ist für mich immer eine Freude. Ich hoffe, das kleine Video hat dir gefallen und lass mir gerne ein Abo da oder einen Kommentar, was du als nächstes genäht haben möchtest. Und ich würde mich freuen, dich beim nächsten Video wieder hier begrüßen zu dürfen. Bis dahin, lass es dir gut gehen.